Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Wir für Sie Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es haben sich wohl diverse Parfümerien zusammengetan, beziehungsweise er ist bei verschiedenen Parfümerien zu finden. Ich verstehe aber nach wie vor nicht so wirklich, ich weiß nicht, ob dieses YBPN dahinter steckt oder wer auch immer genau dahinter steckt. Da steht Biotherm drauf, Déclaré, Shiseido und so weiter. Nee, Biotherm steht da gar nicht drauf, oder? Doch, da. Okay, er hat auf jeden Fall 49,95 gekostet und er verwirrt mich, wie so vieles auf diesem Planeten. Und ja, bevor ich jetzt viel drum rum rede, schauen wir doch einfach mal in diesen wunderschönen, goldenen, beigefarbenen Boxen-Adventskalender rein und öffnen die Nummer 1. Da steht Emporio Armani drauf. Krass. Und es fühlt sich nicht leicht an. Also ich glaube, letztes Jahr hatte ich den auch schon mal in Rot, war der, glaube ich, auch rausgekommen. Den fand ich echt gut, ne? Das ist jetzt von Emporio Armani eine Essential Perfume Body Lotion mit 75 Millilitern. Because it's you, das ist dieser Duft. Und ich weiß, dass solche Body Lotions immer sehr, sehr hochpreisig sind. Riecht angenehm. Auf der Nummer 2 steht einfach mal Shiseido drauf. Ja, da haben wir auch einen Klassiker drin. Und zwar das Ultimune Power Infusion Concentrate. Das ist so ein Serum. 10 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das ist so eine ganz interessant gebogene Flakongeschichte. Hatte ich auch schon mal da und leer gemacht. Hat mir auch ganz gut gefallen. Und ja, einfach mal hier ein Serum von Shiseido. Ne? Schon cool. Es sind keine Zwischenebenen in dem Adventskalender, sodass natürlich, wenn ich jetzt unten was rausnehme, alles runterknallt. Hier habe ich etwas von Art Deco in der Nummer 3. Es wird wahrscheinlich ein Nagellack sein, oder? Würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus vermuten. Nee, das ist ein Luminous Skin Stick. Luminous Skin Stick. Sanft schimmerndes Finish. Hä? 4,5 Gramm? Ich weiß nicht, was das sein soll. Soft Glow Finish. Ach, das ist bestimmt ein Stick Highlighter. Das finde ich ja auch cool, ne? Einfach mal hier dekorative Kosmetik drin. Sammy schläft und träumt. Es ist so niedlich, dieser Kleine. Ne? Oh. Oh. Mein Herz. Sammy, mein Herz. Das ist einfach knuffig. Okay, auf jeden Fall. Dekorative Kosmetik. Sehr, sehr cool. Definitiv. Es ist ein bisschen schwer, diesen Adventskalender wieder zu befüllen, weil wir halt nicht nur hier Marken draufstehen haben, sondern auch hinter jeder Box aufgeführt ist, was quasi drin war. Aber was man machen kann, ist, dass man einfach hinten so eine, keine Ahnung, Geschenkpapier oder so draufklebt und dann sind ja quasi diese ganzen Informationen nicht mehr drauf und dann ist es in Ordnung. Aber auf den Boxen haben wir teilweise hier noch die Inhaltsstoffe draufstehen. Da muss man gucken, aber basteln kann ich ja. Die Nummer 4 wird wohl etwas von Sensai enthalten. Das fühlt sich schwer an. Sensai ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Und hier haben wir gleich zwei Produkte drin. Cellular Performance Double Moisturizing. Double Delivers Beautiful Skin. Einmal haben wir die Lotion 2 und die Emulsion 2. Beides für Feuchtigkeit hier drin. 7 Milliliter und 7 Milliliter. Okay, ja, das soll auf jeden Fall Feuchtigkeit spenden. Und zwei Produkte, die man wahrscheinlich dann nacheinander zu verwenden hat. Oh ja, und das ist in so kleinen Glasfläschchen drin. Also ne, bei der Marke Sensai, da ist direkt bei mir so, ja okay, es wird nicht günstig sein. Mhm. Wahnsinn. Und wir reden hier von einem Adventskalender, der ja 49,95 kostet. Das ist jetzt ja kein super teurer, mega hochpreisiger Adventskalender, ne? Die Nummer 5, der Tag von Nikolaus, ist relativ klein, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Da kann ja trotzdem was Krasses drin sein. Und genauso ist es auch von Lalique, ein Eau de Parfum mit 4,5 Millilitern. Da wird sich sicherlich jemand drüber freuen, der so Duftminiaturen sammelt. Und ja, hier haben wir einen süßen kleinen Flakon. Ach, hübsch. Ach, hübsch. Also wirklich, ne? Mit so einem kleinen, mit einer kleinen Quaste auch dran. Zu Nikolaus erwartet uns eine wirklich große und schwere Box. Da möchte ich mal reinschauen. Oha. Okay, Hildegard Braukmann Bodycare, eine Kräuter-Handcreme. Aber Leute, hier geht die Party ab. Special Edition, hier haben wir 150 Milliliter drin. Also das ist für all die, die Bock haben,
in Handcreme zu baden. Oder für Leute, die halt extrem trockene Hände haben und wirklich häufig das verwenden. Hildegard Brautmann ist nämlich auch dafür bekannt, dass die Produkte relativ hautverträglich sind. Ne? Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, aber es ist schon hardcore. 150 Milliliter, wow. Nach dem nicht ganz so spektakulären Nikolaustag gehen wir weiter zu dem 7. Dezember. Ahava, diese Marke, die kommt mir auch dieses Jahr in Adventskalendern immer mehr vor die Füße, keine Ahnung, vor die Flinte, sagt man ja eigentlich, ne? Time to Hydrate Essential Day Moisturizer für normale bis trockene Haut. 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten und das ist einfach ein Gesichtspflegeprodukt, was Feuchtigkeit spenden soll und jo, das kann man sich dann als Tagescreme machen und darüber dann nochmal den Lichtschutzfaktor verwenden, reden, nicht so einfach. Die Nummer 8 darf natürlich wieder machen, dass es kracht. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich mag es übrigens auch, dass wir hier so Sternchen immer mal wieder mit drauf haben. Schon ein relativ weihnachtliches Design. Und hier haben wir, oh, das finde ich schön, Alien von Mugler. Eine Beautifying Body Lotion mit 50 Millilitern. Hallöchen, Popöchen. Also das ist ja mal, das ist ein Kracher tatsächlich, ja. Finde ich cool. Ich habe noch nie von diesem Alien-Parfum auch irgendwie so als ich bin gerade hin und weg, ne? Duschgel oder Bodylotion was drin gehabt. Und ich finde das klasse. Ich hatte letztens noch in der Pinkbox einen Alien-Dupe-Parfum drin. Deswegen freue ich mich da gerade so drüber. Apropos freuen, denn über die neuen möchte ich mich natürlich auch ein bisschen mehr freuen. Da bin ich mal gespannt. Ah ja, das ist auch so ein Klassiker. La Vie est Belle von Lancôme habe ich in groß da, liebe ich. 4 Milliliter. Und das dürfte auch so ein Sammelflakon sein. Da gucken wir mal rein. Nicht beabsichtigt da rein hier, ne? Ja, das ist wirklich der Klassiker. Auch wieder mit diesem hübschen Bändchen. Ein ganz toller Duft. Ich mag den. Das ist so, oh. Ja, so darf mein Leben riechen. Die Nummer 10 ist die Box, die dieses Biotherm-Gedönsen drauf enthält. Und hier haben wir dann auch was von Biotherm drin. Und zwar die Blue Therapy Amber Algar Revitalize Creme de Jour, also quasi eine Tagescreme, die revitalisieren soll mit 10 Millilitern. Und die Biotherm-Gesichtscremes sind, wie die ganzen Produkte von Biotherm, einfach auch relativ hochpreisig. Hier haben wir dann so ein braunes Tübchen drin und da kann man die Gesichtscreme einfach ausprobieren. Und wenn einem die richtig gut gefällt, kann man sich natürlich den originalgroßen Titel nachkaufen. Ich finde auch, dass die Biotherm-Produkte eigentlich ganz gut sind, ne? Deswegen cool. Hier haben wir die Nummer 11 und dann schauen wir mal rein, ob sie uns weiter so beglücken kann. Marlies Möller Beauty Hair Care. Ach, guck mal, für die Haare auch wieder was dabei. Keratin Shampoo, Sleek and Shine, glatt und glänzend. 30 Milliliter haben wir hier drin. Und so ein Shampoo ist nie weg. Ist eine schöne Reisegröße oder eine schöne Probiergröße. Ne? Und so kleine Shampoos nehme ich gerne dann immer dienstags und freitags, damit ich nicht jeden Tag quasi das gleiche Shampoo verwende, damit meine Haare sich nicht zu sehr dran gewöhnen und sich dann noch wirklich so, ne? Ich finde einfach, dass es bei mir besser pflegt, wenn ich das mache und deswegen freue ich mich darüber. Halbzeit, die Nummer 12, ist auch richtig groß. Ich mag es. Ich mag große Boxen und noch mehr mag ich es, wenn diese großen Boxen auch schwer sind. Ei, Narciso Rodriguez. Ei, Dual Soap, Duo de Savon, 2x50 Gramm. Okay, ich dachte erst, wir hätten hier wirklich ein Parfum drin, aber nein, hier scheint eine Seife von dem Parfum drin zu sein. Oh, das riecht auch richtig gut. Seife einfach mal. Oh, ja, tatsächlich. Einfach so Stückseife. Das ist auch mal witzig, ne? Ja, ich verwende sowas gerne zum Pinselsaft waschen und zum Händewaschen. Das finde ich jetzt echt... Ach, riecht sehr, sehr gut, ne? Finde ich sehr cool. Wirklich. Nehmen wir uns die Nummer 13 vor, die hoffentlich keine Pechzahl ist. Und hier haben wir ein kleines Produkt drin von Dr. Hauschka. Das ist eine revitalisierende Maske, straffende Intensivpflege. 5 Milliliter, das ist jetzt ein bisschen wenig, ne? Ja, okay. Eine Einmalanwendung kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, warum eigentlich nicht. Und da wird ein Tübchen drin sein und dann kann man sich die Maske auf jeden Fall mal auftragen und geben. Das wird auch kein günstiges Produkt sein, denn Dr. Hauschka ist ja auch eine Marke, die recht hochpreisig ist. Von daher ist es okay. Aber jetzt wirklich so ziemlich das kleinste Produkt, was wir hier bislang drin hatten, ne? Abgesehen von den Sammelflakons. Weiter geht die wilde Reise hier mit der Nummer 14. Und da haben wir ein Produkt mit
Gurke drin von Corris, ein Duschgel. 40 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Also Gurke und Bambus. Okay, ja, Duschgel kann man auch auf jeden Fall gebrauchen. Corris ist ja so eine griechische Marke, die auch recht naturnah, glaube ich, sein soll. Ne? 87,1% natürliche Inhaltsstoffe, das ist schon mal ganz nett. Und ja, Gurke, Bambus, Duschgel. Ein frisches, wässriges, grünes Aroma von Gurken vermischt mit zarten Bambusnoten. Aufregend. Schauen wir mal, was in der Nummer 15 drin ist, die klein, aber hoffentlich sehr fein ist. Oh, ich gucke einfach von oben rein und sehe nur. Versace, läuft. Okay. Versace, Versens, Eau de Toilette, 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist ja mal krass. Ich meine, ich sammle ja sowieso solche Mini-Flakons, nicht für mich, sondern um sie dann selber in einen Adventskalender zu verpacken und zu verlosen. Und da wird es auch mit reinkommen. Riechst jetzt natürlich nicht so viel raus, aber das wird wahrscheinlich eher ein frischer Duft sein, ne? Wow, einfach mal ein Versace-Parfum. Oh lala, die 16 ist auch wieder so ein großes Ding, ne? Immer relativ leicht dafür. Forever von Laura Biagiotti. Eine Bodylotion, 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ja, da duftet dann der ganze Körper. Eher pudrig riecht das. Mhm, pudrig-seifig. Angenehm. Am 17. Dezember möchte uns die liebe Annemarie Börlind ein kleines Geschenk machen. Und dann gucken wir mal, was es sein darf. Und zwar LL Regeneration System Vitality, ein belebendes Blütentaugel. Kommt mir bekannt vor, habe ich irgendwo schon mal drin gehabt. 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ein veganes Produkt. Und auch Annemarie Börlind ist keine super teure Marke, aber eine sehr auf Inhaltsstoffe achtende Marke. Und ja, hier haben wir tatsächlich auch ein Glasvieh unten dran und dann so ein Pumper nach oben hin. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar schon mal verwendet habe. Es kommt mir super bekannt vor, denn dieses Blütentau und LL Regeneration vergisst man nicht so schnell. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche und die Nummer 18 fühlt sich an, als wäre sie leer. Ah, warte. Es können ja auch solche Produkte drin enthalten sein, die einfach so verkeilt drin sind, dass man sie nicht hört. Ne? Retinol-Ceramidenkapseln von Elizabeth Arden, Retinol und ja, Nachtkapseln sollte man auch eher machen. 7 Stück sind hier drin enthalten, 3,2 Milliliter. Und ja, Retinol, da verwende ich auch aktuell ein Serum abends. Ist halt total klasse, ne? Sollte man aber wirklich nur abends verwenden, weil das auch so ein bisschen aufhellend wirkt. Und wenn du das halt in Kombination mit Sonneneinstrahlung verwendest, kann das genau das Gegenteil bewirken, also sprich so Pigmentflecken hervorrufen. Und das wollen wir alle nicht. Deswegen entweder Retinol nur abends verwenden oder halt einen ganz, ganz dicken, fetten Lichtschutzfaktor drüber setzen. Aber hier steht ja auch extra drauf, dass es ein Nachtserum sein soll. Und hier haben wir so kleine Pinöppel und da ist dann das Serum immer drin. Das ist meistens eine sehr, sehr ölige Konsistenz und aber auch so leicht, weiß ich, silikonig fast schon, ne? Und dann macht man sich das auf das Gesicht, massiert sich das schön ein und meistens, ja, sind das ganz tolle Produkte von Elizabeth, von der Elisabeth. Und während Sammy im Hintergrund genüsslich schnarcht, öffnen wir mal zusammen die Nummer 19. Und da steht Clarin drauf und da ist auch Clarin drin. Passend zu diesem Nachtserum, was wir bekommen haben, haben wir ein Extra Firming Night Cream Gedönsen hier drin, also gegen Falten und soll halt über Nacht die Haut regenerieren mit 15 Millilitern. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Letztes Jahr hatte Clara ja einen super geilen Adventskalender. Ich schaue mal, ob ich dieses Jahr auch noch einen bekommen kann. Kann das wohl sein, dass bei diesen kleinen Dingern immer so ein Mini-Flakon drin ist? Dann gucken wir mal hier in die Nummer 20. Oh lala. Es war auch so, Wahnsinn, es war auch abgebildet, was für ein Inhalt drin ist, aber ich habe mir das ehrlich gesagt nicht so intensiv angeguckt, weil ich will mich ja auch ein bisschen überraschen lassen. So Scandal von Jean-Paul Gaultier, 6 Milliliter von dem Eau de Parfum sind hier drin enthalten. Und auch das wieder so ein kleiner Sammel-Mini-Flakon. Also ich habe eben noch im Internet geschaut, es sind noch super viele von denen verfügbar. Und ich weiß, dass viele von euch auch diese Flakons sammeln. Und das finde ich ja mal richtig geil, dass das hier wirklich auch mit dieser, ne, das ist dem Original-Parfum sehr gut nachempfunden. Und Wahnsinn. Schauen wir mal, wie es mit der Nummer 21 weitergeht. Okay, Marbert. Barb and Body Classic. Das hatte ich letztes Jahr auch schon in Adventskalendern drin. Ich glaube sogar in dem. Körperlotion mit 50 Millilitern. Ja, ne, hört sich jetzt relativ unspektakulär vom Namen her an, muss ich gestehen. Und ich finde auch nicht, dass es super ansprechend aussieht. Ich weiß nicht, warum.
die Marke spricht mich einfach nicht so ultramäßig an. Mal gucken, vielleicht probiere ich die aber tatsächlich einfach mal aus. Auf der Nummer 22 steht Déclaré drauf. Mal gucken, was von Déclaré hier drin sein wird. Ein kleines Ding. Stress Balance Anti-Irritation Serum. Oh. 5 ml haben wir hier drin enthalten. Das scheint so ein kleiner Pumper zu sein. Der ist irgendwie auch gar nicht richtig voll. Aber gut, ja. Gegen Stress. Ist auch mal ganz nett, ne? Unter gewohnten Pflegeprodukt auftragen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Gegen Irritation. Vielleicht so in der Erdbeerwoche eine ganz gute Geschichte? Mal gucken. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Da erwartet man normalerweise irgendein Badeprodukt oder Nagellack. Irgendwas so für bereite dich auf Heiligabend vor, ne? Und da bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Das ist tatsächlich ein Nagellack. Ich finde es ja großartig. Alessandro Pro White Effect Polish. Ein Effektlack. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. 5 ml. Der soll nämlich irgendwie die Nägel weißer machen. Das ist ganz witzig, ne? Das sieht so durchsichtig aus und dann gibt man sich das auf die Nägel drauf und dann wird das so matt weiß, milchig weiß quasi. Ganz interessant, aber wie man sieht, ich bin eher so die bunte Fraktion, also für mich eher weniger was, aber eine sehr schöne natürliche Geschichte. Auf der Nummer 24 steht Lacoste drauf und da ist vielleicht ein Parfum von Lacoste drin. Ein T-Shirt ist hier bestimmt nicht drin, aber nee. Oh. Boah, riecht das gut. Lacoste Pour Femme Gel Douche, 150 ml. Sehr, sehr cool. Also ein sehr aquatisch-sportlicher Duft. Aber trotzdem sowas leicht Blumiges hat er auch mit dabei. Riecht sehr angenehm. Ich weiß, dass ich das Parfum von Lacoste, dieses Pour Femme auch mal da hatte, mir das leider super krasse Kopfschmerzen verursacht hat. Aber bei einem Duschgel ist es so, du wäschst es dir ja ab. Also von daher hast du dann dieses Erlebnis unter der Dusche und das ist dann dosierbar. Und darüber freue ich mich wirklich sehr. Interessant, ein Duschgel in der Nummer 24, ne? Aber gar nicht so ungewöhnlich für diese Arten von Boxen-Adventskalender. Ich schaue neben mir zur Seite, wo ich mir die Produkte hingestellt habe und muss nur sagen, wow, also das ist mal eine krasse Auswahl an mega interessanten Marken, an coolen Produkten und es ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Auch vom Wert her werden wir sehr hoch liegen, weil safe, ne? Wir haben hier sehr hochpreisige Marken mit drin, dann wird auch der Wert des Adventskalenders sehr, sehr krass unterwegs sein und für 49,95 bekommt man echt was für sein Geld. Eure Meinung? Finde ich hoffentlich unten in den Kommentaren, dann können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!